Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von seinem abtrünnigen Profi Kailyn Heinz getrennt und dem Engländer eine außerordentliche Kündigung zugestellt. Er ist seinen vertraglichen Pflichten trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachgekommen. Ein solches Verhalten tolerieren wir nicht, sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Der 20 Jahre alte Offensivspieler war seit Wochen nicht mehr in Wolfsburg erschienen. Offiziell wurde dem Verein mitgeteilt, Heinz habe seinen Pass verloren. Heinz war unter dem damaligen Coach Andries Jonka und Manager Olaf Rebbe vor einem Jahr aus dem Nachwuchs vom FC Arsenal für 1 Million Euro nach Wolfsburg gekommen.